Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play von StarCraft 2. Und zwar, wenn wir die Wings of Liberty spielen, die erste Kampagne mit den Menschen. Ihr seht ja auch schon, im Hintergrund ist so ein Planet und da fliegt gerade ein schwerer Kreuzer durch. Ich würde sagen, wir fangen direkt gleich mal an, und zwar mit Wings of Liberty. Ihr seht, ich habe hier schon 14% der Erfolge geholt. Ich habe ein klein wenig vorgespielt. Aber ich werde die Kampagne natürlich nochmal ganz von vorne anfangen. Deswegen werden wir uns doch gleich mal auch gleich das Intro angucken. Also ich werde natürlich auf Normal spielen, weil ich bin jetzt nicht so der super Echtzeitstratege. Und ich habe das Spiel auch noch überhaupt gar nicht durchgespielt. Die ersten 3-4 Missionen habe ich schon mal gemacht. Mehr aber auch nicht. Deswegen mache ich das Ganze auf Normal. Wir können dann ja später bei jeder einzelnen Folge können wir den Schwierigkeitsgrad nochmal frisch wählen, falls es uns dann doch zu leicht wird. Glaube ich aber eher nicht. Deswegen schauen wir uns erstmal das Intro an. Es heißt, ein Mann kenne sich selbst nicht wirklich. Bis man ihm seine Freiheit nimmt. Ich frage mich, wie gut kennen Sie sich selbst? Ihr Gefängnis begleitet Sie. Diese Rüstung wird Ihre neue Zelle. Geben Sie sich keinen Illusionen hin. Krieg zieht auf. Mit all seiner Pracht. All seinen Schrecken. Mr. Findlay, Ihre Freiheit wartet. Verdammt, wurde aber auch Zeit. Ja, das Intro war doch recht interessant.
Ein gewisser Mr. Findlay wurde in seine Rüstung eingeschweißt. Kommt auch schon das nächste. Weitere Nachrichten. Imperator Arcturus Mengs hielt heute eine Pressekonferenz in Gedenken an das Ende des sogenannten Brood War vor 4 Jahren ab. Unsere Korrespondentin Kate Lockwell war live vor Ort. Imperator, die Gefahr durch eine Invasion der Zerg besteht nach wie vor. Doch anstatt unsere Streitkräfte zu vergrößern, wenden sie Billionen dafür auf, abgehalfterte Rebellen wie Jim Raynor zu jagen. Jim Raynor stellt eine ernsthafte Bedrohung für die Liga dar. Er ist ein skrupelloser, gesetzloser Rebell. Darauf aus, im gesamten Sektor Angst und Unfrieden zu verbreiten. Die Bande von Halsabschneidern haben bereits 6 Welten zur offenen Rebellion verleitet. Strafe erhalten. Sehr bald. Ich bin noch lange nicht fertig mit dir, du mieser Drecksau. Adjutant, sind meine Truppen schon einsatzbereit? Ihre Streitkräfte sind bereit und erwarten ihre Befehle, Commander. Taktische Daten werden soeben hochgeladen. Gut. Es ist der Zeit, dass die Revolution mal einen Gang zulegt. Backwater Station ist das Logistikzentrum der Liga auf Marsara. Die Herrschaft der Liga hier zu zerstören, wird Imperator Mengs Pläne für den gesamten Planeten durchkreuzen. So, jetzt kann ich endlich wieder was sagen. Wir sind jetzt also hier, haben quasi beide Intros gesehen. Erstmal das Filmintro, was ich wieder bombastisch finde. Das ist einfach eben Blizzard halt. Dann haben wir noch gesehen den Anfang. Wir haben zunächst mal Jim Raynor gesehen und dass auch ein gewisser Arcturus Mengsk hier ein bisschen, ja, der war ja auch in Teil 1 schon dabei, ist zum Imperator aufgestiegen. Ich habe vor euch im Lauf des Spiels dann so die Story von StarCraft 1 ein bisschen näher zu bringen. Und eben im Lauf von StarCraft 1 kam es eben dazu, dass wir den Mann, der eben den Fernseher erschossen hat, ein gewisser Jim Raynor, der wurde zum, ja, sagen wir mal, zum Outlaw, zum Vogelfreien, zum Verbrecher, zum Verräter abgestempelt von eben diesem inzwischen Imperator Mengsk. Und wie ihr gerade gesehen habt, wollen wir der Revolution ein bisschen mehr Schwung verleihen. Zu diesem Ziel, wenn wir jetzt die Mission Tag der Befreiung angehen, das Missionsziel, wie ihr oben links lesen könnt, zerstören Sie den Außenposten der Liga. Dazu stehen uns hier die Space Marines zur Verfügung. Das wird unsere erste Einheit sein, die wir befehligen können. Das sind eben Jungs, wie wir es auch im Intro gesehen haben, die scheinbar in ihre Rüstung eingeschweißt werden. Was ich mir persönlich nicht als allzu komfortabel vorstelle. Wir können dann auch hier noch jeweils den Schwierigkeitsgrad wählen bei jeder neuen Mission. Ich lasse es mal auf Normal. Und dann würde ich sagen, legen wir doch gleich mal los. Adjutant, wo schlagen wir als erstes zu? Die Streitkräfte der Liga haben in der Siedlung Backwater Station ein Logistikzentrum errichtet. Dieser Ort ist zum Ausgangspunkt aller Operationen auf Marsara geworden. Die Liga hat kürzlich Truppen aus der Stadt abgezogen und sie sind jetzt geschwächt. Und? Kooperieren die Einwohner? Es ist bekannt, dass die Bewohner von Backwater Station gegen die Liga sind. Aber ihnen fehlen Waffen und Organisation. Wenn ich es schaffe, Mengst sein Hauptquartier abzujagen, wird ihn das auf diesem Planeten für eine Weile außer Gefecht setzen. Schiff startklar machen! Und los geht's mit der ersten Mission, nachdem der Ladebutton durchgelaufen ist. Ich habe übrigens auch vor, hier die Folgen auch wieder so zwischen 15 und 20 Minuten zu halten. Ich bin mal gespannt, wie mir das gelingen wird. Ich habe auch vor, den Beginn einer neuen Mission mit einer, also jeweils zu einer neuen Folge anzufangen. Und ich bin wirklich mal gespannt, ob mir das gelingt.
Wir werden sehen. Auf geht's, Jungs. Lasst uns den Leuten hier mal zeigen, dass sie vor der Liga keine Angst haben müssen. Ich bin noch mal gespannt, wie oft wir mir die Spielfiguren hier in, ja, in meine Rede reinlabern. Wir können jetzt oben... Commander, es liegen Tutorial-Videos zu Ihrer Ansicht bereit. Danke für den Hinweis, aber die werde ich mir nicht angucken. Achtet auf Abstand und haltet die Augen offen. Passt auf eure Arsche auf. Bewegung! Ja, wir warten noch ein bisschen mit der Bewegung. Die Tutorial-Videos werde ich mir, wenn, dann offscreen angucken. Wie gesagt, ich habe das Spiel ja noch nicht ganz durchgespielt. Nur die ersten paar Missionen von, ich glaube, es sind 30 Missionen oder sowas. Wenn ich es gerade richtig weiß. Auf jeden Fall wollte ich euch zunächst mal kurz sagen, dass hier oben rechts gibt es immer die Missionsziele. Wir müssen also das Logistikzentrum zerstören. Und Rainer muss überleben. Weil... Wie ihr da seht, Rainer darf nicht sterben, das ist schlecht für seinen guten Ruf. dann können wir hier unten links, seht ihr ja die Karte, hier sind wir mit dem Kartenausschnitt. Und hier oben müssen wir hin, zu diesem Logistikzentrum. Und ja, die Karte ist nicht allzu groß. Ich würde sagen, laufen wir doch gleich mal los. Hier unten rechts, seht ihr dann, dass ich rechts als Bewegungsbefehl machen kann. Dann laufen die dahin. Und der Hund läuft weg, kluger Hund. Und wenn ich dann A drücke und auf so eine Stelle gehe, dann nicht den Hund. Dann gehen die dahin und greifen alles an, was sich ihnen in den Weg stellt. Das kann nützlich sein, wenn man aber seine Truppe schnell an eine bestimmte Stelle bringen möchte, auch an feindlichen Truppen vorbei. Sollte natürlich nicht alles angreifen, deswegen hat man eben hier diese Auswahl. Doch, ich gehe diese Straße entlang. Kannst du machen, was du willst. Klingt gut. Und gleich Gegner. Ja, die waren ja relativ schnell kaputt. Waren ja auch nur zu zweit. Was haben wir denn hier? Habt ein wachsames Auge auf eure Nachbarn. Aufrührer werden unseren Fortschritt nur aufhalten. Commander, das Zerstören der Holoboards wird dabei helfen, eine Rebellion gegen die Liga auszulösen. Ja. Und genau das werde ich auch tun. Ich kann Max Visage nicht mehr sehen. Jag das Ding hoch! Korhal ist das Rückgrat der Liga. Ihr seht es hier oben links. Wir haben Bonusziele erhalten. Zerstören Sie die Holoboards der Liga. Eins von sechs haben wir bereits geschafft. Ich habe vor, sie alle niederzumachen. Zeigen wir es ihnen. Weil dadurch kann man, glaube ich, einiges freischalten. Du kannst auf mich zählen. Wir haben einen einsamen Space Marine der Liga. Meine Familie, meine Nachbarn. Das sieht langsam richtig übel aus. Hier gab es keine weitere Abzweigung, also gehen wir mal weiter hier rein. Ah, Kontrollpunkt erreicht, also es wird automatisch gespeichert. Commander, eine größere Streitmacht der Liga versammelt sich im Zentrum der Siedlung. Dann wird's Zeit, die spezielle Lieferung, von der wir gesprochen haben, anzufordern. Die spezielle Lieferung, das sind unsere Freunde. Machen wir gleich mal das nächste Holoport nieder. Das heißt, wir haben jetzt gleich Verstärkung bekommen. Ich weiß gar nicht, habe ich denn eigentlich schon eine Einheit verloren? Ich kann es euch jetzt gar nicht sagen. Es ist Rainer, der meistgesuchte Mann der Liga. Kein Opfer ist zu groß. Ja, zwei weitere Space Marines der Liga kaputt gemacht. Zeigen wir es ihnen. Und wir erforschen mal die Karte noch etwas weiter. Da war ja sonst nichts mehr. Da haben wir noch ein Holoboard. Gleich mal wegmachen, das Ding. Ja, ja. Unsere Freiheit muss geschützt bleiben. Oh, das ist gar nicht gut. Was denn? Also ich schütze meine Freiheit lieber selbst.
das, was dieser Arcturus Mengsk hier von sich gibt, das klingt mir so ein bisschen sehr nach Big Brother irgendwie. Also nicht die Fernsehshow, sondern eben das gute Buch von, ich glaube, Aldous Huxley war's. Endlich, da sind sie. Es gibt was zu essen, wenn ihr an der Ausgrabungsstelle angekommen seid. Mein Bruder ist letzte Woche zur Mine gegangen und ist seitdem verschwunden. Ausgrabungsstelle? Mine? Hört sich ein bisschen sehr nach Strafarbeit an. Da will einer abhauen. Die schießen auf Zivilisten. Bewegung! Okay, also ich glaube, wenn dann auf mich geschossen wird, wenn ich einfach nur weggehen möchte, dann würde ich wahrscheinlich auch abhauen wollen. So, sehr schön. Ah, hier haben wir noch was. Das ist ein Transporter der Liga. Es gibt eine ganze Menge, wofür Menisk zahlen muss. Ach sehr. Danke, Rainer. Wir wussten, dass sie uns nicht vergessen würden. Weiter vorne werden noch mehr Leute gefangen gehalten. Ich kümmere mich drum. Seid ihr fertig mit rumlabern? Gut. Ich wollte nämlich... Freunde, nun da wir offizielle Arbeitsprogramme... Halt die Backen! ...kann jeder seinen Teil zu dieser Zukunft beitragen. Raider Tor. Gehen wir nochmal zurück. So, jetzt kann ich hoffentlich endlich mal was sagen. Und zwar kann man hier die Einheiten, die man markiert hat, indem man einen Rahmen drumherum gezogen hat. Schon an. Oder ich kann sie auch so anwählen, dann mit Shift jeweils einen dazu nehmen. Was ist los? Kann man auch mit Steuerung unter Taste 1, ihr seht es hier unten links, die 1. Wenn ich jetzt irgendwas anderes auswähle, zum Beispiel den hier oder Rainer, hier ist der Plan. Und drücke dann auf 1, dann habe ich genau diese Gruppe wieder im Fokus. So kann man also dann verschiedene quasi Armeen zusammenstellen. Aber jetzt haben wir zunächst mal das hier fertig, weil ich sehe, die Zeit ist eigentlich schon um. Ich wollte eigentlich mit dieser Mission noch fertig werden. In der ersten Folge. Marshal Rainer, Sie haben wir hier schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Machen wir gleich mal die Holoport wieder. Raiders. Yeah, wir haben Hilfe bekommen. Du kannst auf mich zählen. Dies ist Sperrgebiet. Ihr Aufständischen steht unter Arrest. Wir halten dir den Rücken frei, Rainer. Ja, die werfen mit Molotov-Cocktails oder sowas. Geben wir ihnen das Laut. Das ist eine Mengst-Statue. Das will ja auch keiner haben. Oh, was haben wir wieder? Vikings. Und wir haben, ja, ich glaube, zwei Zivilisten haben wir verloren. Aber ansonsten dürften wir jetzt eigentlich gleich durch sein. Und wir haben alle Ziele erfüllt. Ich hatte ja nicht gedacht, dass wir sie bekämpfen können. Aber wir können. Und jetzt habt ihr die Waffen und die Ressourcen dafür. Denkt dran, Mengsk kann euch nur kontrollieren, wenn ihr es zulasst. Sehr schön. Missionszeit waren jetzt 6 Minuten 52, könnt ihr ganz oben sehen. Ich habe hier ja schon ein bisschen was gemacht. Und zwar hatte ich den ja schon abgeschlossen, den Tag der Befreiung. Ich hatte mit Rainer auf normal schon 5 Einheiten getötet und ich hatte auch auf schwer das Ganze schon mal gemacht. Bevor wir jetzt hier aber weitermachen, also hier rechts gibt's noch eine kleine Missionsübersicht, eine Statistik. Ich habe alle Space Marines der Liga getötet, ich habe 57 von 61 Zivilisten befreit, das sind wahrscheinlich 4, die ich dann auf dem Weg verloren habe, nämlich genau diese 4. Ich habe 6 Holoboards zerstört und Rainer hat 5 Feinde getötet, also hätte ich das auch jetzt nochmal geschafft. Bevor wir jetzt hier aber fortfahren, werde ich die Folge jetzt beenden und wir werden genau an dieser Stelle in der nächsten Folge weitermachen. Also, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Bis dann.